Hallo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von The Dark Project Gold. Wir sind beim letzten Mal erfolgreich einem von diesen komischen Hammer-Dingern ausgewichen. Na gut, mehr oder weniger erfolgreich. Jetzt gucke ich nochmal kurz, gibt es hier irgendwas? Oh nein! Oh nein! Lass mich hier raus. Oha. Das war nicht gut, das war nicht gut. Das war nicht auch, oder? Holy shit. Okay, irgendwie bin ich ein bisschen aus der Übung, muss ich zugeben. Ach Gott. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Ein bisschen umschauen in der Umgebung. Und dann erst laufen, wenn man sich hundertprozentig sicher ist, dass das Ganze auch funktioniert. Holy shit. Oh, ich könnte was ausprobieren. Ich könnte tatsächlich etwas ausprobieren. Komm, Zombie. Bingo. Da war ein Heiltrank. Habt ihr gesehen? Ich habe ihn gesehen. Versteck mich jetzt hier. Also, das ist die sicherste Art, diese Viecher auszuschalten, indem man ihn einfach mit dem Schwert einmal volle Kanüle eins hinten auf den Hinterkopf ballert. Das haut sie um, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das habe ich mir dann jetzt mal zunutze gemacht. Und ich hoffe, diese Zombies geben jetzt irgendwann auf und laufen wieder ihre Patrouillen weiter. Ich meine, die haben mich zwar gesehen, aber die KI ist ja immer noch so eingestellt, dass die dann irgendwann vergessen, dass ich da bin. Und einfach wieder ihrer Wege weitergehen. Also, zumindest hoffe ich das. Ich speichere an dieser Stelle schon mal, denn ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich dieses Viech ausschalten konnte. Muss ich nur schauen, ob die Zombies mich hier weiterhin verfolgen. Ich würde nämlich ganz gerne den Heiltrank noch mitnehmen. Den fand ich dann doch relativ wichtig. Gerade wenn ich hier überlege, dass so viele Viecher rumrennen. Ich höre sie immer noch sehr schwer atmen und normalerweise, ich glaube, die machen das aber immer, oder? Also der läuft zumindest weiter seine normale Patrouille. Rennt nebenbei ein bisschen gegen die Wand, aber das macht ja nichts. Okay, ich höre wieder was Patschendes. Das Problem ist, hier gibt es unfassbar viele Zombies. Es ist eigentlich echt unmöglich, allen auszuweichen und dafür zu sorgen, dass man nie gesehen wird. Das funktioniert überhaupt nicht. Und ich habe jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch keinen Bock, hier weiter in dieser Ecke rumzugammeln, sondern ich möchte endlich ein bisschen weiterkommen. Und das möglichst ohne dem nächsten Zombie direkt in die Arme zu laufen. Ich weiß nicht, ob hier einer durchkommt. Ich glaube aber eher nicht. Ich glaube, die laufen alle außen rum. Da ist noch was. Die Sachen brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Okay. Huge. Zack. So. Jetzt warte ich, bis der nächste wieder hier vorbeigelaufen ist. In der Hoffnung, dass die hier nicht in Zweier- oder Dreiergruppen patrouillieren. Ich höre da irgendwas ganz nah. Oh, bitte sag mir, dass die nicht hier durchlaufen. Nein, die laufen außen rum, okay. Das sind immer diese patschigen Schritte, die die da machen. Okay. Gebe ich mich mal hier rein. Oh. Holy shit. Das bringt überhaupt nichts. Ja, komm zurück. Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Mein scheiß Herz, ey. Zu viel. Ist hier irgendwas? Hi. Tschüss. Finde ich gut, wenn die jetzt alle da hinten rumrennen.
kann ich hier ganz in Ruhe mein Buch lesen. The priest shall no longer doubt their decisions to whatever. Die Priester sollen nicht bereuen, dass sie es mir gewährten, den unbenutzten Lagerraum in den Wintertunneln in ein Alchemistenlabor umzuwandeln. Heute bin ich wahrlich weitergekommen, gelang es mir doch, ein äußerst explosives Gerät herzustellen. In Kriegszeiten werden wir solche Geräte gewiss zur Sprengung feindlicher Tore nutzen können. Da meine Erfindung ziemlich gefährlich ist, habe ich sie in der Rüstkammer auf dem Dachboden der Kathedrale eingelagert. Gut zu wissen. Ich glaube, das sollten wir uns merken. Das Schöne ist, dass diese Viecher so mega langsam sind. Man einfach an denen vorbeischlendern kann. Oh, da ist noch was zu mitnehmen. Zack. Jetzt habe ich den Heiltrank geschluckt. So ein Scheiß. Ich wollte ihn doch eigentlich nur mitnehmen. Na gut. Das war jetzt aber auch erstmal der einzige Fail. Zum Glück. Kann es hier erstmal so halbwegs gemütlich weitergehen. Boah, das ist so nervig, dass ich jetzt gerade den Heiltrank genommen habe, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht brauchte. So. Hier haben wir diesen wundervollen Blick auf den Garten, inklusive... Würdest du bitte auf das Bett steigen, Garrett? Danke. Inklusive Brunnen. Dementsprechend finden wir hier den Rosenkranz. So, jetzt würde ich aber ganz gerne noch gucken, ob es hier irgendwas gibt, das ich mitnehmen kann. Das gönne ich mir schon mal. Nein. Ich bleibe jetzt erstmal einfach hier sitzen. Und warte, bis hier alles wieder stiller wird. Okay. Okay, hier ist dunkel. Das ist wunderschön. Hier scheint es nichts zu geben. Vorne ist ein Zombie. Da ist noch einer. Hi. Da wäre, glaube ich, noch irgendwas zu mitnehmen. Lass mich mal hier rein. Mir. Schade, das ist schon mal nichts. Ich glaube, die kommen hier nicht rein. Oder zumindest kommen sie nicht bis zu mir hier hinten durch. Ich meine, die wissen jetzt zwar, dass ich hier bin. Aber das springt denen ja nichts, ne? Da war noch Gold drin. So, jetzt würde ich nur ganz gerne auch irgendwann wieder hier rauskommen. Ich habe den Rosenkranz, ich habe ein bisschen was an Gold. Und das sollte mir fürs erste Mal reichen. Mein Gott, sind die laut, ey. Die schnorchen ja wie sonst was hier. Hocken die jetzt vor dieser Tür und warten auf mich oder was? Können die mal weiterlaufen? Ich probiere mal etwas. Der sprengt nichts. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Türen auf und zugehen, aber... Welche Tür ist das, ist die Frage. Ist das tatsächlich hier? Nee, anscheinend nicht. Gut. Dann warte ich jetzt noch ein kleines Momentchen, bis ich mir sicher sein kann, dass die hier weg sind. Hört sich ein bisschen an wie mein Vater, wenn er schnarcht. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Türen auf und zu gehen.
Und tschüss. So, jetzt möchte ich eigentlich ganz gerne einfach nur wieder hier raus. Nicht gut. Tschüss. So, wie komme ich jetzt nochmal hier raus? Das ist jetzt die große Frage. Ah, hier. Zack, zack, zack. Ich glaube, jetzt muss ich einfach nur zu Bruder Morus zurück. Und muss dem den komischen Rosenkranz geben. Jupp. Tada. So, und wie? Ihr lauft mir hinterher, ihr Freunde. Gut, geschafft. Beinahe gestorben dabei. Aha, what a wonderful looter thou art. Thou hast found my rosary. I have some other things for thee to do as well. I needs for thou to get a holy symbol. This place is not as holy as it once was, I'm afraid, so thou might have a hard time finding one. Thou canst always make one for thyself in the Tenner factory. We do it all the time and praise the builder for his works. Also, wunderbar, das ist natürlich nicht das Einzige, was wir für ihn besorgen müssen. Nämlich gibt es da noch ein heiliges Symbol, das wir ihm machen müssen. Das kann ich in der Tenner-Fabrik machen, in die ich dann jetzt auch irgendwann einmal gehen werde. Ich weiß auch tatsächlich, wo die ist. Surprise, surprise. Hier laufen noch relativ viele von diesen Hammeriten-Zombie-Viechern rum, von diesen rasselnden Kettendingern. Was nicht gut ist. Gut. Jetzt muss ich hier einmal ganz kurz in der Ecke warten. Denn ich glaube zu wissen, dass hier der ein oder andere Gegner durchkommt. Also Minimum einer von diesen Hammeriten-Zombie-Viechern. Und der könnte mir gleich, wenn ich hier meine Hammer-Symbol-Dinger mache, ziemlich auf den Keks gehen. Deswegen warte ich hier lieber ganz kurz. Und spreche mal ein Thema an. Oh mein Gott. Boah, müde. Spreche mal ein Thema an, das ich eigentlich schon ganz gerne die ganze Zeit mal ansprechen wollte. Ja, der Zombie ist mir jetzt relativ schnurz. Und zwar die Thief-Verfilmung, die ja angekündigt ist. Habe ich auch in einem meiner Vlogs schon mal angesprochen. Bin ich mir nicht so sicher, was ich davon halten soll, ganz ehrlich. Also ich fand eine Verfilmung, seit der neueste Thief-Teil rausgekommen ist, war ich mir schon definitiv 1000%ig sicher, dass es auch eine Verfilmung geben wird, irgendwann. Weil das einfach irgendwie schon so... Ja, das war für mich klar, dass es irgendwann sowas Ähnliches geben muss. Weil das jetzt irgendwie schon wieder so groß in den Medien war und bla. Dass das aber so schnell gehen würde, dessen war ich mir nicht bewusst. Und ich muss zugeben, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Einerseits will ich mir ihn auf jeden Fall anschauen, das ist gar keine Frage. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Andererseits muss ich zugeben, kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich gut wird. Irgendwie kommen hier immer nur Zombies her, das ist aber doof. Dann mache ich jetzt mal hier Trick 17. Komm schon, Garrett, ein bisschen schneller als sonntags. Oh, knapp daneben ist auch vorbei. Ach ja. Also, wie bereits angesprochen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich ein guter Film wird, weil ich habe auch noch keine Ahnung, welche Story die da umsetzen wollen, ob es eine aus den Büchern ist oder ob es eine komplett neue sein wird. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Der hat mich gar nicht gesehen. Das war so klar, dass der jetzt hier langkommt. Ich bin mir unsicher, ob ich das... Nein, das kann ich so nicht lassen. Warum kam der jetzt hier rein? Der kam doch gerade nicht hier rein, oder? Das ist eine ziemliche Verarsche, die hier gerade vorgeht. Nee, nee, nee.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich gut wird. Ich habe auch keine Ahnung, was für eine Handlung die nehmen wollen. Also mir persönlich wäre es am liebsten, wenn sie die Handlung des ersten Spiels nehmen würden, weil ich die Story hier absolut unfassbar genial finde. Allerdings ist es, glaube ich, ein bisschen zu viel für einen ganzen Film. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie den ersten nehmen. Ich glaube am ehesten, dass sie den vierten nehmen als Verfilmungs... ja, Vorlage, sag ich mal. So, probieren wir das jetzt mal. Alter, Vieh ist direkt wieder rausgegangen, deshalb, na toll. Ach, ist das schwierig hier. Okay. Wisst ihr was? Ich schaue mich jetzt hier einfach eben mal um. In der Hoffnung, dass mir hier erstmal noch nichts in die Quere kommt. Tut es auch nicht. Ich weiß, dass hier jetzt halt gleich noch ein Zombie reinkommt. Das ist die Kacke. Mann, ey. Nee, da kommt einer von diesen Hammeritenviechern. Geht der auch hier längs? Oh. Bam. So, den habe ich schon mal. Dann kommt hier noch ein Zombie längs. Da kommt er. Hi. Bam. So. Habe ich die beiden schon mal ausgeschaltet. Dich nehme ich mal kurz hier und pack dich in irgendeine Ecke. Auf dass du nicht von deinen Freunden entdeckt wirst. Weil, finde ich nicht gut. So. Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Waren das die einzigen? Ich weiß es nicht. Nee, da kommt nämlich noch einer. Seht ihr? Noch ein Zombie, glaube ich. Bei Zombies ist es natürlich immer schwierig, die auszuschalten. Ich muss natürlich hoffen, dass das jetzt, dass da jetzt ein Feuerpfeil reicht. Kommt der überhaupt hier längs? Hallo? Zombie? Mein Freund? Wo bleibst du denn? Ah, da kommt er. Na komm. Bam! Ach, das ist schön, wenn das mit einem funktioniert. Weil ganz oft braucht man noch mehrere Pfeile für die. Wenn wir die Überreste hier wegkarren. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das notwendig ist. Aber ich finde es ein bisschen eklig, wenn hier Zombie-Teile rumfliegen. So, jetzt warte ich mal noch ein ganz kurzes Momentchen. Einfach um zu gucken. Ich meine nämlich, hier würde noch ein Geist entlang laufen. Hier laufen nämlich auch Geister rum. Ich kann das von mir aus auch gerne zusammenschneiden, dass ihr hier nicht die ganze Zeit einfach nur warten müsst. Aber mir ist das sicherer. Sonst kommt mir nachher irgendwer in den Rücken gefallen und dann habe ich den Salat. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange diese Folge jetzt schon geht. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. So, ich will wenigstens dieses komische Symbol heute noch fertig kriegen hier. Was haben wir dann hier? Aha. So, hier haben wir jetzt verschiedene Gussformen für verschiedene Dinge. Und das heilige Symbol, das wir machen sollen, für die Hammeriten wohlgemerkt, ist natürlich ein Hammer. So, der da unten. Hier finden wir die Instruktion, wie das Ganze funktioniert. Step 1, bla bla, blende ich euch wie immer ein. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal hier. Zack. So, das müssen wir da hinstellen. Den Multimode. So, dann einmal das Ding schließen. Plupp. Und einmal das Ganze anschmeißen hier. So. Scheint
scheint tatsächlich keiner mehr zu kommen hier. Finde ich gut. So. Können wir das jetzt aufmachen? Und dann haben wir hier unseren Hammer. Das Holy Symbol. Jetzt würde ich dieses Moltex-Dingsbums gerne wieder... Genau, das da. Einmal wieder weg damit. So, und jetzt ist hier noch ein Schlüssel, den man machen kann. Ich weiß allerdings nicht, wofür der gut ist. Mach ihn einfach mal. Vielleicht hilft er uns hier irgendwann mal weiter. Zack. Und zack. Kann ja nicht schaden, ne? Diese Pixeluhren finde ich einfach ziemlich cool. Man sieht überhaupt nicht, was hier abgeht. Und das hier ist eigentlich ein voll guter Grafik dafür. So, das war es aber eigentlich. Und ein Schürhaken oder was? Gut. Einmal aufmachen. Schlüsselchen wegnehmen und das war es. So. Jetzt müssen wir das heilige Symbol allerdings noch heilig kriegen. Und was man hier jetzt noch machen kann, das werde ich auch direkt tun, um schon mal dem Bruder Morus ein bisschen was vorwegzunehmen. Man kann hier bereits eines der Dinge finden, die er später von einem verlangt. Und zwar wird er später noch eine Kerze von einem verlangen. Die man aber, wie gesagt, jetzt dann schon finden kann. Ups. Und die werde ich mir dann jetzt auch direkt holen, damit ich mir das ganze Rumgerenne nachher ersparen kann. So, hier haben wir noch mehr Feuerpfeile. Optimalst, Freunde, optimalst. Das kann ich wirklich sehr gut gebrauchen. Feuerpfeile sind hier wirklich Gold wert. Am meisten würde mir natürlich Wasserpfeile und Weihwasser was bringen, aber die sind auch wunderbar. Denn meistens funktioniert es ja tatsächlich schon beim ersten Mal, dass die Viecher dann dabei draufgehen. Und ich glaube aber, ich bin mit meiner Folge eigentlich schon relativ am Ende angelangt. Jetzt hier erstmal noch ein bisschen Unordnung schaffen. So. Hier ist nämlich jetzt, da kann man dann rüber jumpen. Ups! Am besten nicht so weit. Ja, Demonstration gelungen. So macht man es nicht. So, einmal hier rüber. Und dann einmal hier runter. Och Jungs, kommet schon. Kommet schon, ich begebe da. Ich werde mir auch schon hier die Sprache angewöhnen mittlerweile. So, jetzt kann man hier nämlich runtergehen. Und dann ist man hier in einem wunderschönen, sehr ruhigen Innenhof. Man kann eigentlich auch hier hoch. Ich weiß, dass man hier hoch kann. Aha, Bingo. So, und hier oben finden wir ein bisschen Gold und tatsächlich die Candle, also die Kerze, wohlgemerkt. So, ich glaube, mehr finden wir hier tatsächlich auch gar nicht. Und können uns dann im Prinzip auch schon wieder auf den Rückweg machen, mehr oder weniger. Aber das ist tatsächlich ein Gegenstand, den er später noch von uns verlangen wird. Und das haben wir ihm dann jetzt, wie gesagt, ein bisschen vorweggenommen. Sekunde, ich packe die Sachen mal weg, sonst bin ich zu hell erleuchtet. Zack. So, und dann würde ich sagen, beende ich den Part an der Stelle. Wir haben das heilige Symbol für ihn erschaffen. Das Problem ist, es ist noch nicht heilig. Und das muss ich jetzt gleich dann noch machen, beziehungsweise in der nächsten Folge. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!